Eines Nachts, es war mitten im Winter, wachte der Kaiser aus tiefem Schlaf auf, stupste, wie immer, seine neben ihm liegende liebliche Gemahlin an der zierlichen Nase, sodass sie sofort erwachte. Kaiserinnen erwachen immer, wenn man sie an der zierlichen Nase stupst, und sprach die rätselhaften Worte: Warum ist ein Bett ein Bett? Warum nicht? Wisperte die Kaiserin irritiert. Warum ist ein Bett kein Schrank? Und warum ist ein Tisch kein Teppich? Und überhaupt? Fragte der Kaiser. Und das fragen wir uns auch. Weil, säuselte die liebliche Kaiserin, man in einem Schrank nicht schläft, auf einem Tisch nicht geht. Und eben deshalb. Sie wollte sich gerade zum Weiterschlafen umdrehen, als der Kaiser rief: Ich bin der Kaiser und ich befehle, dass auf der Stelle ein Bett ein Schrank und ein Tisch ein Teppich ist. Und überhaupt. Daraufhin raffte er seine 33 Bettdecken zusammen, lief über den Tisch und legte sich in den Schrank. Nach kurzer Zeit kam er wieder heraus, setzte sich an den Teppich und füllte einen goldenen Aschenbecher mit kaiserlichem Sprudelwasser, um daraus zu trinken. Warum sollte ein Aschenbecher nicht eine Tasse sein? Und eine Krone kein Teller. Und er füllte eine Handvoll kaiserlicher Sahnebonbons in die Krone und nahm ein kleines Nachtmahl zu sich. Dann setzte er sich ein seidenes Kissen auf den Kopf, legte sich den Teppich als Umhang über die Schultern und ging zum Fenster hinaus. Nicht ohne die folgenschweren Worte gesagt zu haben: Und warum ist ein Fenster keine Tür? Und weil die Kaiserin wusste, dass das kaiserliche Schlafgemach zu ebener Erde lag, ließ sie ihn gewähren. Und da sie außerdem eine Gemahlin war, die ihrem Gatten treu ergeben war, wickelte sie sich, während sie die denkwürdigen Worte »Warum eigentlich nicht?« sprach, die Gardine um den Kopf, zog die kaiserlichen Pantoffeln über ihre Hände und folgte ihrem Gemahl in die Nacht. Es wird erzählt, dass der Kaiser am nächsten Morgen auf seinem Thron ein Spiegelei braten ließ und von seinen kaiserlichen Ratgebern verlangte, dass sie auf Händen zu gehen hätten, wenn sie den Thronsaal betraten. Aber das scheint mir doch etwas übertrieben.